Ich bin Waldi und heute zeige ich Ihnen also ein leckeres Rezept, also auf jeden Fall, also das war lecker, also für mich persönlich. Und wahrscheinlich bei jedem also kommt eine Frage, also was soll ich also mit dem restlichen gegrilltes Fleisch machen? Also zum Beispiel, also wenn wie bei mir also Schaschlik geblieben ist, also oder Hähnchenkeule, Würstchen, Rippchen, Steak und so weiter. Ob kann man das grillen, das zeige ich Ihnen heute also in meinem Video. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Wie habe ich schon gesagt, also heute mache ich also dann mit restliches Schaschlik. Wie habe ich Schaschlik gemacht? Also ihr könnt also dann in diesem Video sehen. Und ich brauche dafür Zwiebel, also ich habe 3 Zwiebel genommen, Kartoffel, welche muss man auch zuerst vorkochen, und eine Pfanne. Also wer hat also eine Gusspfanne, also ohne Halter zum Beispiel, also welche kann man also im Gasgrill also reinstellen, ihr könnt nehmen, oder gibt es also eine Grillplatte, Tiefe also vom Weber zum Beispiel. Ich habe genommen, also das ist also ein Deckel vom FT6, also das ist vom Petromax. Wer hat noch keine Petromax Dutch Oven? Ihr könnt auch also bestellen, also Link finden Sie unter dem Video in der Beschreibung. Auf jeden Fall Dutch Oven, also ist sehr gut, also ich bin sehr zufrieden mit dem und der ist sehr zuverlässig. Und zum Beispiel also mit Deckel, also ich habe schon mehrere Sachen gemacht und da mache ich heute Braten. Da ist der Zwiebel. Und jetzt mache ich dann anfangen mit Kartoffeln. Also da sieht man zum Beispiel, da gibt es also kleinere Kartoffeln und größere. Ich schneide jetzt alles so, sodass die circa alle in einer Größe bleiben. Ja, so ungefähr. Genau. Quasi größere mache ich also ein bisschen halbieren. So, dann mache ich also kaltes Wasser rein. Genau, und machen wir das zuerst aufkochen. So, jetzt schneiden wir dann Zwiebel. Dieses Rezept also habe ich schon einmal gemacht und Familie war so begeistert, also deswegen also jetzt will ich das nochmal machen, weil wann ich habe also das also auf Gasgrill also das alles vorbereiten, also die ganze Familie hat also dann nebendran gesprungen und gerochen, Papa, das riecht alles so gut. Wann ist endlich fertig? So, dann machen wir noch Kartoffeln ein bisschen salzen. So, und Kartoffeln muss man so lange kochen, also dass da, also mit normales Gabel, also dann kann man Kartoffeln also ganz einfach reinstecken. Also wenn das leicht geht, also das heißt also dann, die ist schon fertig. So. Und ich habe jetzt, das ist unsere Petromax Dutch Oven FT6. Also ich habe schon ziemlich mehrere Rezepte also, gemacht in meinem Kanal. Also das könnt ihr auch also im anderen Video sehen. Und heute, ich brauche nur Deckel. Und jetzt machen wir also dann, das ist restliche Schaschlik. Und ich schneide das auch, also dass da Fleisch auch so circa auch im alles alle in einer Größe bleibt. So ungefähr. So, wenn unsere Kartoffel noch kocht, das machen wir jetzt, Grill aufheizen. Da
Das nehme ich jetzt weg. Und wir nehmen also dann nur Deckel. So. Jetzt nehme ich also ganz normales Sonnenblumenöl. Muss also ein bisschen aufheizen oder aufwärmen. So, jetzt kommt unsere Zwiebel rein. Auch jetzt ein bisschen salzen. Und Kartoffel ist auch also jetzt fertig. So, unsere Zwiebel ist fast soweit. Und jetzt kommt also dann Kartoffel rein. Und unsere Fleisch auch. So sieht. Also jetzt machen wir also dann Gas auf niedrige Stufe, also dass es nicht so heiß wird. Jetzt kommt noch ein bisschen Pfeffer, schwarzes Pfeffer rein. Ich habe leider keine Germanen mehr. So. Boah, da, wie das riecht. So. Das sieht richtig schön. Und nicht nur sieht, also, sondern riecht also brutal, schön. Ja. So. So, unser Essen ist jetzt fertig und das sieht also richtig lecker aus. Und da sieht man also Kartoffel zum Beispiel, die ist richtig, richtig weich. Aber Fleisch mit gebratener Zwiebel, also mit ein bisschen Pfeffer und Geduld, ich denke, schmeckt besser, also wie gestern war. Danke für's Zuschauen, tschüss und bis nächstes Mal.